Ja, meine Damen und Herren, wir haben 12 Uhr. Wir starten mit unserem Vortrag. Neben mir steht Dasio Gonzalez von der Firma Wacker Neuson. Es geht um Batterie One von Wacker Neuson. Vielleicht vorab mal, worüber sprechen wir heute? Ja, also wir sprechen heute über ein akkubetriebenes Batteriesystem. Ich denke mir, jeder wird die Firma Wacker Neuson kennen. Wenn nicht, wir sind jetzt seit über 175 Jahren in dem Geschäft. Und im Laufe der letzten Jahrzehnte sind wir auch bekannt dafür, dass wir innovative Produkte rausbringen. Wir haben jetzt 2024. Wir haben vor fast zehn Jahren auf der Bauma 2015 als erster den ersten akkubetriebenen Akkustampfer rausgebracht, weil wir schon damals vor 10 Jahren gedacht haben, das ist vielleicht die Technologie, die auch morgen mal interessant sein wird. Damals wurden wir noch von vielen, auch Wettbewerbern, belächelt. In der Zwischenzeit weiß jeder, wir haben mittlerweile 2024, 10 Jahre später, das Thema Elektrifizierung, akkubetrieben jetzt gerade bei den kleinen handgeführten Geräten, ist nicht mehr wegzudenken. Und im Laufe der Zeit haben wir dann stetig da immer weiter Produkte entwickelt. Die Produkte müssen natürlich dann mit einer Batterie, sprich mit einem Akku, geführt werden. Und da kommt jetzt das Thema Battery One hinzu, um halt zu vermeiden, dass da vielleicht zu viele verschiedene sind, ist Battery One als, ich sag jetzt mal, ein standardisiertes System herausgekommen, womit Wacker Neuson, nicht nur Wacker Neuson, sondern auch andere Hersteller, sage ich jetzt mal, diese akkubetriebenen Werkzeuge führen. Jetzt sind Sie ja in der Elektrifizierung Vorreiter bei Wacker Neuson. Jetzt sprechen wir mal über Batterie One. Also Batterie One heißt eine Batterie, die ich in mehreren Geräten verwenden kann. Welche Geräte betrifft das speziell bei euch? Ja, da komme ich jetzt zu. Ich gehe mal gerade ein Slide weiter. Nochmal, also mit dem Akkusystem können Sie alle akkubetriebenen Baugeräte von Wacker Neuson betreiben. Es ist ein einfaches, mittlerweile auch weltweit, ich sage jetzt mal, erhältliches System. In dieser Battery One Allianz sind auch verschiedene andere Hersteller inklusive. Sehen Sie unten rechts, wer da zurzeit alles mitspielt. Und Sie sagen selber, ja, da kann man alle Geräte mit betreiben. Ich sage jetzt mal, welche Vorteile bringt mir dieses System? Wie ich schon sage, mit einer Batterie kann ich eine Vielzahl an Produkten haben. Es ist ein modulares System. Ich brauche nur eine Batterie, mit der ich alle Produkte bedienen kann. Kapazität ist immer die erste Frage. Im Moment ist es so, dass ich mit einer Batterieladung, sage ich jetzt mal, in der Regel auch einen ganzen Arbeitstag damit auch bedienen kann. Aber dennoch sind die Geräte auf der Baustelle immer verfügbar, weil ich ja auch nachladen kann, beziehungsweise einen Wechselakku nehmen kann. Genau so ist es, denn der Wechsel des Akkus wird einfach schnell gemacht. Da ist auch an jedem Gerät selber eine Schnellwechselfunktion. Und wenn ich jetzt zu den einzelnen Komponenten, sage ich jetzt mal, dieser Battery One Produktgruppe komme, wir bieten 3 Akkus an. Die sind alle von den Dimensionen her gleich. Unterschied ist halt nur im Energieinhalt, angefangen mit 500 Wattstunden, 1000 Wattstunden bis 1400 Wattstunden. Über die technischen Daten gehe ich mal schnell vorbei. Dann bieten wir 2 Ladegeräte für diese Akkus an. Wir haben einmal ein Standardladegerät und ein Schnellladegerät. Das hängt immer vom Anwender, vom Kunden ab. Brauche ich das Schnellladegerät, um schnell mal auf der Baustelle den Akku in kürzerer Zeit zu laden, oder reicht es mir, dass ich das Standardladegerät nutze? Dann habe ich die Möglichkeit, daheim oder auf dem Bauhof über Nacht zum Beispiel das Gerät zu laden. Und die Geräte kommen alle, weil der Transport dieser, ich meine, wir sprechen jetzt auch von empfindlichen elektronischen Geräten. Wir bieten eine Transportbox an, in der dann die Akkus drin gelagert werden und auch transportiert werden können. Diese Transportbox ist übrigens UN-zertifiziert. Und ein ganz großes Thema, was auch hinzukommt, ist, mittlerweile in all diesen Batterien ist ein Bluetooth-Chip verbaut. Man kann
mittlerweile eine Battery One App unterladen. Die ist erhältlich in dem Google Store oder auch in dem Play Store. Und mit Hilfe dieser App kann ich mich mit dem Gerät, mit dem Akku verbinden und dann kann ich selber als Anwender immer schön in der App auch sämtliche Daten rauslesen, die ich brauche. Das heißt, wie hoch ist mein Akkustand, wie ist der Ladezustand, wie ist der Stand der Batterie. Wir reden hier, das sind so englische Begriffe, der State of Health oder der State of Charge. Also ich kann sämtliche Daten, Betriebsstunden, wie viele Stunden hat der Akku gehabt, Lade-, Entladezyklen, kann ich alles wunderbar auch mit der App rauslesen, weil das sind mittlerweile auch Informationen, die man dann halt auch für diese elektrischen Produkte als Anwender auch gerne haben möchte. Kann ich denn auch, ich sag mal, über die App anschauen, wo dieses Gerät gerade im Einsatz ist? Ist das auch schon machbar? Nein, also das ist jetzt über diese Battery One App noch nicht, beziehungsweise das ist nicht machbar. Da bietet Wacker Neuson zum Beispiel wie auch andere Hersteller, die haben da ein separates Gerät, das ist ein E-Kit-Tracker heißt das, da ist ein GPS-Modul dran, da kann man sich dann auch mit dem Handy verbinden, wo man dann den Standort der Maschine sehen kann. Ja, jetzt schauen wir uns mal die Produkte an, die Sie quasi im Einsatz haben. Wir haben gerade von verschiedenen Verdichtungsmaschinen gesprochen, die Sie einsetzen mit dem Batterie-Warn-System. Ich sehe jetzt hier sogar einen Betonverdichter, einen Rüttler. Wenn ich jetzt mir ein Akkusystem aussuche, ich sag mal, und feststelle, Mensch, ich würde gern doch einen höherwertigen Akku verwenden, kann ich den dann auch ohne Probleme da einbauen oder gibt es da vielleicht Unterschiede? Nein, da gibt es keine Unterschiede. Wie gesagt, es geht nicht um höherwertig. Letztendlich ist der Unterschied der drei Akkus, die Sie jetzt da sehen, nur rein der Energieinhalt. Weil wir haben im Laufe der Jahre auch Anwendungen draußen beobachtet und haben gemerkt, dass man für bestimmte Anwendungen nicht immer den, ich sag jetzt mal, größten Akku braucht. Sie haben gerade diesen Betonverdichter, diesen Rucksack erwähnt. Das ist zum Beispiel eine Anwendung, wo ich von vornherein weiß, dass ich da einen gar nicht so viel Energie brauche. Das heißt, den Akku, da brauche ich gar nicht den, ich sage jetzt mal, größten Akku, sondern da reicht der kleinste, weil von den Abmessungen her, ich meine, der Inhalt der Akkus sind letztendlich, wir arbeiten mit Lithium-Ionen-Batterien. Und ganz einfach ausgedrückt, umso mehr Batterien ich da drin verbaue, umso höher habe ich den Energieinhalt, weil die Dimension, also einfach ausgedrückt, das Gehäuse ist immer gleich. Letztendlich verbaue ich aber mehr Lithium-Ionen-Batterien, also Lithium-Ionen-Akkus, die kleinen, erhöht sich das Gewicht und je nachdem, was es für eine Anwendung ist, bin ich auf der anderen Seite aber auch gewollt, dass ich das Gewicht reduzieren möchte. Das heißt zum Beispiel bei dem Rucksack ist ja auch meine Intention, das Gewicht so weit wie möglich runter zu reduzieren, damit der Anwender nicht so viel auf dem Rücken tragen muss. Habe ich wiederum eine akkubetriebene Vibrationsplatte oder einen akkubetriebenen Stampfer, da kommt der Akku direkt in das Gerät rein, da muss der Anwender ja selber nichts tragen. Da entscheidet auch wiederum der Anwender, welchen Akku ich haben möchte. Bei uns sind die Kollegen vom Vertrieb mittlerweile schon so geschult und so qualifiziert, dass wir da auch Empfehlungen aussprechen. Aber generell gilt, man kann mit jedem Akku jedes Gerät 1:1 betreiben. Und das ist dieses modulare System und der Sinn dahinter. Das ist ein großer Vorteil im Hause Wacker Neuson, die generelle Verfügbarkeit der Maschinen. Schauen wir vielleicht nochmal auf die Leistung der Maschinen. Ich habe jetzt eine Elektrokomponente, Sie sagen 0% Emissionen. Wir haben auf der einen Seite den Arbeitsschutz, auf der anderen Seite aber auch die Stampfleistung zum Beispiel. Wie verhält sich das da bei den akkubetriebenen Geräten? Ja, vielen Dank für diese gute Frage. Es ist bei uns im Hause gesetzt, dass alle Produkte, die jetzt von Dorn werden, also jeder kennt, ich sag jetzt mal, das Modell mit dem Verbrennungsmotor, das Pendant dazu, das Modell, was jetzt elektrifiziert wird und einen Elektromotor bekommt, wird 1:1 die gleiche Leistung, und wenn wir Leistung sagen, heißt in der Anwendung, das heißt bei den Verdichtungsgeräten, 1:1 die gleiche Verdichtungsleistung haben, wie auch das Pendant vom Verbrenner. Das ist bei uns gesetzt, also die Leistung ist 1:1 die gleiche. Und
Bei der Frage fällt mir auch noch ein wichtiger Punkt ein. Gerade bei den Akkus, bei den Batterien, oftmals fragt der Kunde nach Laufzeit und so weiter und so fort. Anders als zum Beispiel, ich sage Ihnen jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel, anders als bei einer Taschenlampe, wo man weiß, man tut eine Batterie rein, man leuchtet sie beispielsweise ein paar Stunden lang und wenn die Batterie dann langsam leer wird, merkt man, dass der Lichtkegel auch immer schwächer und immer schwächer wird. Hier ist es anders, der Akku gibt der Maschine, dem Gerät immer die volle Leistung, um diese Verdichtungsleistung auch zu erfüllen. Ist der Akku nachher entladen und nicht mehr in der Lage, die volle Leistung zu erbringen, dann schaltet der Akku ab. Also das ist anders als bei der Batterie. Man muss nicht meinen, dass dann die Verdichtungsleistung, wenn der Akku immer schwächer wird, auch dementsprechend schwächer wird. Nein, also ich habe immer volle Verdichtungsleistung und wenn ich keine Energie mehr im Akku habe, dann schaltet er komplett ab, um halt zu verhindern, dass man aus Versehen vielleicht nachher in der Anwendung beim Resultat nicht dieses Verdichtungsergebnis erzielt, was man haben möchte. Jetzt haben wir ja gerade auch nochmal über die CO2-Emissionen gesprochen, das heißt Null Emission, was ja den Arbeitsschutz dient. Aber vielleicht gehen Sie nochmal auf die Komponenten ein bei den Rüllmaschinen. Also neben natürlich den Emissionsschutz ist es so, alle elektrifizierten Geräte bieten A, den Vorteil, das hört sich erstmal ganz simpel an, aber wenn man das mit dem Anwender erklärt, versteht er es sofort. Der einfache Start- und Stopp, der Knopfdruck zum Beispiel, hört sich ganz lapide an, aber jemand, der auf der Baustelle draußen ist und am Tag mit einem Stampfer oder mit einer Vibrationsplatte arbeitet, der weiß, in der Regel werden die morgens angeschmissen, dann wird damit gearbeitet und wenn damit nicht gearbeitet wird, dann laufen die Geräte die meiste Zeit im Leerlauf weiter, weil nämlich keiner das Gerät ausschalten möchte und sich wieder die Mühe machen möchte, anzumachen. Der Vorteil von den Geräten ist einfacher, wie gesagt, Start und Stopp per Knopfdruck. Das heißt, die Geräte, die elektrischen Geräte, die im Leerlauf laufen, sind aus. Also hier kommt noch die Komponente hinzu, dass es einfach von der Bedienbarkeit her ist, auch für den Bediener, der da im Graben steht oder sonst wo Verdichtungsleistung erbringen muss, haben wir hier große Vorteile. Ja, ich möchte mich, Herr González, bei Ihnen bedanken für den sehr informativen Austausch hier zum Batterie One Konzept von Wacker Neuson. Die Zuschauer haben die Möglichkeit, mit Ihnen jetzt zum Stand zu gehen. Wir würden dann auch morgen bei dem weiteren Vortrag zu Ihnen an den Stand kommen und dann vertiefen wir das Ganze nochmal. Vielen Dank. Ich danke Ihnen. Ja, herzlich willkommen hier am Stand bei Wacker Neuson. Wir wollen uns nochmal von der Praxis überzeugen. Wir haben einen interessanten Vortrag von Dario González gehört an unserem Stand und wollen uns jetzt nochmal zum Batterie-One-Konzept von euch überzeugen, wie einfach das doch funktioniert. Dario, du hast das Wort. Ja, vielen Dank. Also wir befinden uns jetzt hier auf der Galabau auf dem Wacker Neuson Stand auf unserer kleinen Demofläche, wie ich ja gestern schon bereits Battery-One-Konzept erklärt habe. Hier stehen wir zum Beispiel vor einer unserer akkubetriebenen Rüttelplatten. Ich demonstriere jetzt mal gerade ganz schnell, wie einfach es ist, den Akku auszutauschen, weil das ist das modulare Konzept. Ein Akku kann auf alle elektrobetriebenen Geräte betrieben werden. Oh, der Dario macht das jetzt mal vor. Er hat den Akku rausgenommen und schwupps ins nächste Gerät wieder eingeführt. So, und dann brauche ich einfach nur kurz warten. Ja, dann muss ich, weil der Akku muss sich mit dem Gerät erstmal verbinden, dann muss ich einfach am Anfang den Akku erstmal aktivieren. Ich warte ein paar Sekunden, die Leuchtdioden zeigen mir den Ladezustand an und dann brauche ich die Rüttelplatte nur noch anzumachen und dann läuft sie. Wenn der Akku einmal drin ist, mache ich sie wieder aus. Der Akku bleibt jetzt 5 Minuten im Standby. Das ist bei einer konventionellen jetzt Leerlaufzeit. Und wenn ich jetzt wieder loslegen möchte, brauche ich die Platte einfach eigentlich nur wieder zu starten oder wieder zu stoppen. Ist der Einsatz auf einem anderen Gerät erforderlich, dann brauche ich wieder nur einfach. Nimmt den Akku wieder raus und setzt ihn dann in den nächsten Maschine ein. Jetzt stehe ich zum Beispiel vor einem unserer elektrobetriebenen Stampfer. Selbe Prinzip,
Der Akku muss jetzt erstmal auch wissen, dass er in einem Stampfer drin ist. Gestern habe ich auch bereits die Funktion der Battery One App erklärt. Das heißt, ich aktiviere den Akku, entriegle und starte dann meinen Stampfer und kann dann gewohnt damit arbeiten. So, jetzt haben wir gesehen, wie schnell der Akku ausgewechselt werden kann, beziehungsweise dass alle Maschinen damit bedient werden können, eure Geräte. Hast du gestern was gesagt von Aufbewahrungsbox, beziehungsweise ich kann auf der Baustelle jederzeit nachladen. Richtig, vielen Dank. Hinter mir sehen Sie schon, das sind die Boxen. Die zeige ich Ihnen jetzt live. Ich hole jetzt den Akku raus. Wir befinden uns jetzt hier gerade vor dem Schnellladegerät. Dieser kommt standardmäßig in dieser zertifizierten auch Transportbox mit einem Lüfter drin. Schnellladen bedeutet, das kennt jeder auch beim Handy, dass das Gerät dann beim Laden warm wird. Akku kommt einfach drauf, wird rangesteckt mit dem Stecker. Der andere Stecker, Schufo-Steckdose an die Steckdose. Und dann ist der Akku schnell wieder aufgeladen. Das ist die dazugehörige Transportbox, in der unsere Akkus serienmäßig ausgeliefert werden. Die ist, wie gesagt, UN-zertifiziert. Der Akku kommt da rein. Und das ist dieses modulare System, wo ich auch, wie Sie gerade sehen, ruhig, wenn ich sie tragen kann, auch mehrere Akkus auf einmal tragen kann. Also auch ein Prinzip, ein wunderbares System, und wir haben die Maschinen halt jederzeit verfügbar auf der Baustelle, wie du das schon erwähnt hast. Genau. Und wie gesagt, aktuell über 13 verschiedene Modelle, 3 Stampfermodelle, verschiedene vorwärtslaufende Platten, eine reversierbare Platte, und das wird auch nicht das letzte sein. Natürlich versuchen wir da stetig unser Produktportfolio auch weiterhin zu erweitern. Sicherlich nächstes Jahr zur Bauma werden Sie das ein oder das andere neue Produkt bei uns wiederfinden können. Das wirst du uns natürlich jetzt hier heute nicht verraten, denn die Bauma ist sehr speziell, und wir freuen uns darauf. Vielen Dank dafür, dass wir uns hier von der Technik überzeugen durften, dass du uns das einmal vorgeführt hast. Und im Namen des VD Bumm herzlichen Dank an Wacker Neuson. Danke Ihnen.